Hallo und willkommen zurück zu Slime Ranger. Und wir haben in der letzten Folge ein paar kleine neue Slimes bekommen. Und zwar die Red Slimes und die Kristall Slimes. Oh, ich glaube, das haben wir in zwei verschiedenen Folgen gemacht. Auf jeden Fall waren es letztens die Kristall Slimes. Wir haben auch noch einen Schlüssel bekommen, wo wir dann auf jeden Fall noch eine neue Welt reisen werden. Alles klar. Deutsch komplett verlernt. Das war überhaupt kein richtiger Satz. Das war wirklich kein richtiger Satz. Das muss ich ehrlich sagen. Ja. Euch geht's super. Ich merk's ja. Schon mal alle hungrig. Ich warte mal, ich fütter euch das schon. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Immer mit der Ruhe, ja. Immer schon da. So. Ich hätte mal eine Frage an euch. Und zwar habe ich nämlich das Problem an meinen Filtern, an meinen Nvidia-Filtern, die man ja in Nvidia Broadcast einstellt. Doch seit dem neuesten Update sind meine Filter irgendwie nicht gespeichert. Also ich muss die dann immer irgendwie neu konfigurieren. Jetzt habe ich es. Konfigurieren. Und ich weiß nicht, woran das liegt. So, jedes Mal, wenn ich ein Spiel starte, ist mal neu einrichten. Ich speichere zwar, welche Filter ich habe, aber nicht, wie ich sie eingestellt habe. Das ist halt ein bisschen merkwürdig noch. Wahrscheinlich, ich glaube auch, das ist das Ding, erst bei einem neuen Update oder wenn ich das alte behalte, ist das vielleicht dann nicht mehr so. Keine Ahnung. Das ist für mich noch Spanish or Banish. Er kennt es nicht, Spanish oder Spanish. Aber wirklich, bei mir ist da noch ein bisschen ein Fragezeichen. Also, da weiß ich noch nicht viel. Warum gehe ich eigentlich diesen Weg? Ich kann auch einen anderen Weg gehen. Dingens, es gibt eine Tür in dem Gebiet. Und zwar hier. Da geht es dann wahrscheinlich zu diesem neuen Gebiet. Und da wollen wir doch hin. Zwar könnten wir auch hier beim Dschungel den Weg gehen, aber nee. Da will ich jetzt nicht extra lang laufen. Wir haben ja hier extra so ein Shortcut. Und ich mag die Shortcuts. Ganz ehrlich, ich bin zu faul. Nein, es ist halt einfach lässig, da immer da lang zu gehen. Nur um ja, in so einen Weg zu ein Gebiet hinzugehen. Das macht dann auch keinen Spaß, wenn er immer wieder hin und her zu laufen. Das wollen wir auch nicht. So, wie muss ich denn jetzt lang? Ich bin schon vorbeigelaufen. Scheiße. Wir müssen hier rauf. Dann hier rauf. Stell mich mal hier drauf. Ja, ja, schaffen wir. Easy. Nennt mich, Profi. Oh mein Gott, ich hoffe, das war eh rund. So, und dann, ja, hier einfach den Weg lang. Okay. Ich brauche halt nur kurz die Map. Ist jetzt nicht so, als wäre ich desorientiert. Ich kann heute nicht reden. Ich musste 8 Stunden lang reden. Das ist schlimm. Deswegen manchmal echt blöde. Ja, manchmal bin ich auch ein bisschen desorientiert. Deswegen brauche ich mal die Karte. Deswegen finde ich schade, dass es hier keine Minimap gibt. Aber man kann halt nicht mit alles leben. Hier lang. Oder was? Ich glaube, da kommt hier den falschen Weg. Da hinten muss ich ja lang. Ich weiß nicht, wo da runter es geht. Aber das will ich jetzt nicht wissen. So. Und jetzt hier öffnen wir mal die Tür. Hallo, was haben wir denn hier drin? Hui. Lol, was ist das für ein geiles Tor da hinten? Oh mein Gott. Direkt mal Thumbnail machen. Warte, warte. Das muss schön von oben. Kann ich nicht. Warte, hier und da. Ah, nicht knapp. Knapp. Das ist hier auf die Statue. Dann darauf. Dann machen wir ein schönes Thumbnail. Aber wie das aussieht, brauche ich hier Plots, um das Tor zu öffnen. Weil hier sind so verschiedene. Ja, Slime-Steine, Schleim-Statuen. Und da muss ich die Plots von denen da reinpacken. So.
eine Thumbnail gemacht. So. Ja, wie brauchen wir denn? Wir brauchen grün, also Lava Slime, dann den Red Slime, dann den Crystal Slime, den Miau Slime, Honig Slime, was ist in der Mitte wahrscheinlich der Fels Slime. Okay, ich hätte halt gerne auch hier noch ein Portal. Aber man kann halt nicht alles haben. Man kann nicht alles haben hier in dieser Welt. Es ist halt nicht immer Luxus. Das wäre jetzt natürlich geil, wenn die jetzt... Oh mein Gott. Wie lucky ist das, dass die genau jetzt hier was... was plortieren. Was plortieren, ey. Digga. Deutsch komplett verlernt. Plortieren. Oder es könnte auch... das Phosphor-Slime sein. Und zwar nicht der Kristall-Slime, sondern Phosphor-Slime. Naja, gucken wir erstmal. Ja doch, Phosphor-Slime brauche ich trotzdem. So, einmal hier Fels-Slime und den Knall-Slime. Ja, das ist Honig. Wo ist denn der Knall-Slime? Da ist Red. Da, habe ich doch gerade gesehen. Hier. So. Oh, wie die Geräusche machen. Okay, fehlen uns auch nur noch vier. Ich glaube, ja, wir brauchen Phosphor-Slime, Crystal-Slime. Oder nein, Phosphor-Slime, Meow-Slime. Oder Meow-Slime, bestimmt. Wo ist denn diejenige Statue? Ich sehe jetzt nur Red-Slime, Phosphor-Slime und da hinten Honig-Slime. Aber wo ist denn der andere? Hier oben vielleicht? Nö, hier nicht. Ah, da hinten, ja, es ist Miau. Es ist Miau, 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 Miau. Okay, ich hol's. Ich hol's. Bis gleich, würde ich sagen. Ciao. So, ihr seht da wieder die schöne Auswahl von Plort und der Kacke des Slimes. Oh. Ja, ich habe auch gesehen bei den Phosphor-Slimes bei mir in der Farm, ey, die haben so viele gemacht, die haben schon den kompletten Platz vom Plot-Sammler erreicht, und zwar 100. Also sehen wir, 100 können wir nur, also dürfen die nur rausscheißen. Ansonsten ist verstopft. Sonst ist verstopft die Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ist blöd verlaufen, aber für mich geile Kohle. Und das wollen wir doch immer. Geile Kohle, lecker, lecker. Also, Kohle isst man nicht. Außer du willst die Scheiße von denen essen. Stell dir mal vor, jemand ist so reich, dass er sogar die Kohle isst. Also, das ist sein eigenes Geld. Das wäre gruselig, das wäre echt gruselig. So, einmal Phosphor-Slime. Bam. Dann Red-Slime. Bam. Dann Honig-Slime. Damn. Oder ich mach's, wenn es leuchtet. Wo ist jetzt nochmal der Meat-Slime? Wir machen nochmal. Nochmal ein Foto. Oh mein Gott. So, wir machen jetzt hier nochmal ein Foto. Besser. Weil wenn es leuchtet, dann ist es doch mal ein bisschen schöner. So. Bam. Oh. Wow. Yo, wie cool. Okay, das ist nice gemacht. Und jetzt öffnet sich hier das Tor. Und wir sind in einer neuen Welt. Antike Ruinen. Alles, was verloren wurde, wir irgendwann wieder gefunden und dann wieder verloren. Ui, geile Geschichte. Okay, was ist das hier? Achso, also Knopf. Ständig sind wir Vergangenheit, dann Zukunft, Vergangenheit, jetzt wieder Zukunft. Interessant. Mal gucken, wann wir neue Slimes bekommen. Das sind alles jetzt erstmal Slimes, die wir schon kennen. Aber ich will neue Slimes. Oh, oh, oh! Quanten-Slimes. Ein Slime, der sein Potenzial wirklich zur Schau stellt. Boah. Ist ja so Technology. Ja, das ist wie so ein Bildschirm. Wie so ein Röhrenfernseher.
Was mögen denn diese Slimes denn am meisten? Phasenzitronen, meine Güte. Phasenzitronen, okay. Wo wachsen die wahrscheinlich auch bei diesen... Genau, bei diesen Bäumen hier. Ist aber leider keine Frucht. Kann man das überhaupt Frucht nennen? Weil das ist ja nicht real, ist alles digital. Das ist alles nicht real. Das ist alles nur eine Simulation. Oh, da haben wir sie doch. Phasenzitronen. Gepflückt von einem Baum, der verwurzelt ist in der Vergangenheit, Zukunft oder was auch immer. Finden wir es aus. Boah, eigentlich will ich so lange hier laufen, bis ich einen Teleporter gefunden habe. Wir versuchen es mal, hier durchzurennen. Einfach mal hier durchzurennen. Oder wir, vielleicht finden wir... Da hinten! Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, vielleicht finden wir einen Kartenteil und hier ist es. Hier ist sogar das Kartenteil. Yo, das sieht echt geil aus. Ich würde es halt nochmal in Tag sehen. Leider sehe ich es jetzt nur in Nacht. Aber wo ist das Portal? Warte mal, was, wenn wir jetzt hier das mittlere Teil drehen? Welche Tore öffnen sich dann? Ich glaube, das da hinten hat sich gerade geöffnet. Gucken wir mal kurz. So, hier muss ich auch wieder Jump'n'Run-mäßig darauf. Da können wir später so eine Brücke bauen. Oh, scheiße. Sackack. Ich hoffe, wir können so später so eine Brücke hier bauen. Dann muss man sich nicht immer hier hinschweben. Weil man braucht dieses Perk wirklich hart. Weil sonst kommt man hier nicht rüber. Sonst ist Schicht im Schacht. Okay, und jetzt hier weiter. Da ist ein Teleporter. Oh, heiliger Gott. Ich will jetzt hier auch nicht weiter erkunden, weil... Das können wir später, wenn es Tag ist. So, aber wo bringen wir jetzt die Quantenslimes? Ich habe jetzt zwar ein Dingens frei, ein Platz, aber ich würde es jetzt nicht für die Slimes verschwenden. Was mache ich denn hier eigentlich drauf? Ich könnte diese Anlagungsverbrennungs... Alter, was habe ich gerade gesagt? Ich wollte gerade Anlagungsverbrennungsanlage sagen. Digga, WTF ist mit meinem Gehirn los. Nein, ich meine natürlich Verbrennungsanlage. Du brauchst es nicht. Verbrenn es. Ja, kaufen wir einfach mal. So für Sicherheit hier angebaut. Schadet nicht. So, falls unsere Slimes mal komplett durchflippen, können wir sie einfach verbrennen. Aber ich glaube, das passiert eher nicht. Weil ich gehe eigentlich recht sorgsam mit den Slimes um, oder? Ja, doch. Aber wir haben ja zum Glück dort hinten ein neues Feld, was ich ja da auch gekauft habe. Mal gucken, ob das mit dem Geld auch reicht. Also einmal ein Gehege. Ja, es reicht tatsächlich noch. Und wenn nicht, dann kann ich ja noch das ganze Geld von den anderen Slimes holen. So, 4 Quanten-Slimes rein. Ich hoffe, die brauchen nichts Spezielles. Hier, wer hat den Glückstag heute? So, da ist der Plot. Habt ihr irgendwas Spezielles vielleicht? Scheinen das Resultat seiner Ereignisse zu sein. Vor langer Zeit, in denen antiken Ruinen stattfand, andere mögliche Realitäten seines Selbst auszustrahlen, Geister genannt. Das heißt, kann er sich in andere Slime-Arten verwandeln? Oh, dann habe ich ein bisschen Angst hier. Also das ist jetzt nicht wie beim Jäger-Slime, dass er sich versteckt, sondern wahrscheinlich ändert er seine Arten. Da, guck mal, Rangers. Riesigen Quanten-Slimes können angesichts ihrer einzigartigen Fähigkeit, die am schwersten zu handhaben, Slimes sein. Ein Ranger muss erkennen können, wann ein Quanten-Slime darauf und dran ist, sich mit der Realität eines Geistes zu verbinden und dann schnell handeln. Wie etwa ihn zu füttern oder als temporäre Maßnahme mit etwas Wasser zu bespritzen.
Okay. Also, wenn ich das jetzt meine... Wenn ich ihn nicht mehr erkenne, kann ich ihn mit Wasser abstrahlen. Und dann sehe ich halt auch direkt, dass er hungrig ist. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Ich hoffe schon. Ich finde es halt immer noch geil, dass hier so ein riesiges Wikipedia ist. Also ich heiße jetzt Slimepedia. Weil wir haben hier ein paar Früchte vergessen. Was haben wir denn hier vergessen? Das frage ich mich wirklich. Hier? Fehlen uns noch drei. Das ist das Labor. Das haben wir, glaube ich, noch nicht. Müssten wir eigentlich auch mal kaufen. Aber jetzt noch nicht. Bei der Welt, ja, fehlen uns auch nur noch vier Gebiete. Und dann sind wir eigentlich hier auch fertig. Es geht recht flott. Gut, ich will die mal verkaufen. Und mal sehen, was sie da alles an Geld schaffen. So, Quanten 66. Joa, sind wir schon mal auf 270 News. Gut, Leute, aber dann würde ich hier erstmal den Part beenden. War zwar ein bisschen kürzer als der letztere. Doch, ich wollte jetzt nicht noch mehr machen, weil erstens muss ich jetzt auf Toilette kacken gehen. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es ist halt wirklich gerade dringend. Und ich wollte jetzt nicht noch mehr spielen, weil das als einzige Folge hier, dass wir dieses neue Gebiet entdeckt haben, neue Slimes und dieses fette Tor da geöffnet haben, was schon ein bisschen episch war. Das hat sich trotzdem noch gelohnt, also das hat ja gereicht. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.